erstmal ganz herzlich im Namen der Hersfelder Zeitung begrüßen. Oder umgekehrt, wir freuen uns, dass wir wieder hier bei Ihnen sein dürfen. In Hohenroda starten wir unser erstes Gemeindespecial mit dem Außentermin. Lassen wir die Spiele beginnen. Wir werden alles geben, wir sind gut vorbereitet. Ihnen allen zusammen viel Spaß, einen schönen Aufenthalt und auch darüber hinaus, wie gesagt, Kaffee und Kuchen stehen für Sie bereit. Dankeschön. Obwohl die Hohenrodaer die Veranstaltung aus Furcht vor schlechtem Wetter im Inneren des Rathauses geplant hatten, verlegte Sandra Drausch-Stahlitz das Spiel mit Fläche zum Sieg nach der Begrüßung nach draußen. Dort stellte der Bürgermeister zunächst sein Team vor. Jetzt galt es innerhalb von 7 Minuten aus vorgefertigten HZ-Doppelseiten einen möglichst großen Teppich zu kleben. Das der Gemeinde Hohenroda zugewiesene Symbol, ein blaues Viereck, musste im Vorfeld in 5 verschiedenen Größen auf jeder Doppelseite aufgemalt worden sein. Professionell machte sich das Team an die Arbeit und wurde dabei von den 78 gezählten Gästen gewaltig angefeuert. Dass sie dabei die Seiten immer wieder um 90 Grad drehten, machte die Aufgabe nicht einfacher, diente aber einer abwechslungsreicheren Optik, wie die Teppichkleber später erklärten. Die unorthodoxe Anordnung machte auch das Zählen schwierig. Am Ende einigte man sich auf 68 Doppelseiten und damit 136 Punkte. Damit waren 250 Euro gewonnen. Jetzt lag es an Bürgermeister Stender, den Gewinn um weitere 50 Euro zu erhöhen. Als er dem Zusatzspiel zustimmte, wusste er noch nicht, was auf ihn zukam. 3x5 lautete dann das Motto. In 5 Minuten 5 verschiedene Kleidungsstücke anziehen und für 5 Euro Kuchen an das Publikum verkaufen. Stender löste die Aufgabe mit Witz und Bravour und nahm deutlich mehr als die vorgegebenen 5 Euro ein. Die insgesamt erspielten 300 Euro plus der Erlös aus dem Kuchenverkauf gehen jetzt zu gleichen Teilen an die Kindergärten in Ausbach und in Mansbach.